Meine lieben Passagiere der Nacht, wir haben den 10. Mai. Hier ist Wanda Dorval, die Sie wieder bis 4 Uhr morgens durch die Nacht begleiten wird. Sie sind also ein großer Fan dieser Sendung? Ja. Und wieso wollen Sie jetzt wieder arbeiten gehen? Mein Mann und ich haben uns getrennt. Eigentlich ist er gegangen. Ich verstehe. Wie soll das gehen? Du hast nie gearbeitet. Vielen Dank. Entschuldige, tut mir leid, so habe ich das nicht gemeint. Du drückst einfach auf die 3. Wir fangen gleich heute mit einer neuen Besucherin an. Wie ist Ihr Vorname? Talula. Wie alt sind Sie? 18. Und wo wohnen Sie, seit Sie in Paris sind? Ich schlafe mal im Hotel oder in besetzten Häusern. Du kannst doch nicht hier draußen bleiben. Ich nehme dich mit, komm. Sie muss mindestens 18 sein. Hast du vor, alle streunenden Katzen durchzufüttern? Sie rührt mich irgendwie. Du siehst wie ein kleiner Vogel aus. Hat dir das noch nie jemand gesagt? Ich habe keinen Schimmer, woher meine Mutter so eine kennt. Ich habe doch gesehen, dass du auf sie stehst. Was redest du denn da? Ich bin nicht die Richtige für dich, Matthias. Darauf, dass ihr heute Abend da seid. Ich denke oft an die Momente, die wir gemeinsam erlebt haben. Sie sind wie Geschenke. Es wird bleiben, was wir für andere waren. Und wir waren einfach nur da. Es hatte etwas Warmes, Ewiges an sich. Wir waren nie dieselben, sondern immer wieder schöne Unbekannte. Fragmente unserer selbst, wie jene Passagiere der Nacht.